Oh, oh. So, da sind wir wieder. Schön, das oh oh. Hoffentlich ohne Verbindungsabbrüche. Schubidubidu, wapwa, ich heiße Angela. Angela. Oh, lass mich nicht, ist doch klar. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Stehen wie du, stehen wie du. Oh. Oh, hier liegen Minenarbeiter tot. Minenarbeiters! Ja, tote Minenarbeiter, aber der Lebensbalken ist voll. Hm. Stimmt. Die stellen sich tot. Du, wir müssen nochmal drücken. Ach ja, leck mich da. Aha. Dafür sind wir jetzt hierher gereist. Ja. Geil. Ah, mein Penis! Au, dein Penis! Das war irgendwas von Hannes. Dui. Wo die da im Best of in der Bar saßen. Ich kenne den Best of. Es gibt ein neues Best of von irgendeinem Spiel. Hier vom Beanstag. Simon hat gesagt, er hat Tränen gelacht. Was haben die denn gespielt? Freitag der 13. Muss ich mir unbedingt angucken. Schubidu, ich bin so gern wie du. Ich hab mal Wurm. Merkt man fast gar nicht. Danke, Domi. Können wir uns nach ganz Westen teleportieren? Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Nope, ich glaube nicht. Nope. Nee. Aber da, wo du dich hin teleportiert hast, Domi, ist schon mal schlau. Klopp. Wieder okay? Was ist das denn? Feuerzeug! Achso. Ich dachte, du hast wieder eine Autistenspitze in der Hand. Nee, warte! Okay. Schlechte Qualität, hör dir das Ding mal an, wie das kratzt, ey. Wenn es nicht kratzen würde, würde es ewig drehen, dann wäre es ein Perpetuum mobile und wir wissen alle, dass das physikalisch nicht möglich ist. Ja, aber ein vernünftiges Kugellager hört man nicht. Ja gut, wenn das so ist, dann ist das halt so. Aber das von meiner Mom ist viel schlimmer. Das von meiner Mom, das hörst du richtig eiern. Das ist ganz schlimm. Ja, meine Mom hat auch eins. Aber mein Bruder hat die hier angeschleppt. Der war in den China-Hallen und hat die Dinger irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro für 10 Stück oder so bezahlt. Mhm. Ja, weil die ganzen Kinder hier... Fiona und ihre Freunde, die stehen da alle gerade. Ist klar. Du siehst ja aus der Straße jedes Kind, zweite Kind damit rumrennen. Überhaupt jede zweite Person. Oder so. Ja, Rico hat ja auch einen. Mhm. Frag ihn mal, ob er schon voll krasse Tricks kann. Lulu. Oh, jetzt sind die hier auch alle tot. Alles klar? Nee, da nicht. Xalek! Den kennt man doch, das ist doch ein Begleiter. Mhm. Der Begleiter vom Inquisitor. Aha! Nein, 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 bitte! Mischt euch nicht ein! Oh, der hat eine coole Stimme. Ich muss sie töten. Bitte, lasst das nicht zu! Ich flehe euch! Ruhe! Sie haben eine heilige Grabstätte geschändet. Die Knochen meines Vaters sind wild verstreut. Sein Gesicht ziert ein verstaubtes Regalbrett.
Kein Kalisch könnte ihn jetzt noch einen Gott nennen. Dein Zorn wird dich stärker machen. Ihr Blut ist das Einzige, was den Rachedurst meines Vaters stillen kann. Von ihren Knochen eingerahmt kann er wieder zur Gottheit aufsteigen. Xalek stimmt uneingeschränkt zu. Alles klar. Sind wir gut oder böse? Böse. Wir sind böse. Das werde ich. Nein! Warum? Ah! Ah! Mein Vater wird bald wieder Frieden finden. Warum seid ihr hier? Boah, man kann den Gefährten jetzt ablehnen. Du bist schwach geworden, während ich weg war. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Den Tod eines Boah, geil. Ach, das ist ja dein Begleiter. Stimmt, du bist ja Inquisitor. Alles klar, knie nieder, du Fotze. Ja, ich muss ihn in die Fresse holen, damit er mitkommt. Jo. Boah. Ihr seid ein großer Krieger. Ganz weit weg. Ah, Odessen. Ich kann ihn töten? Ich bin zum Schiff. Ich bin Sale. Ich hätte ihn töten können. Über mich echt? Wie cool ist das denn? Warum hast du es nicht getan? Weil ich ihn haben will. Noch so ein B-Punkt-Punkt für mich. Oder N-Punkt-Punkt. So ein Bigger. Ein richtig Bigger. Ich habe auch vergessen, auf welchem Planeten das war. Ich glaube, das war Sakul, wo wir unsere Basis hatten. Nee, Sakul ist die Haupt war es unter. Nee, wenn du Sternkarte 1 sagst, dann wird dich fest hier auf Odessen angezeigt. Odessen. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, auf Sakul hatten wir den Vorstoß, weil das ja hey, cool. Man kann reisen, man kann schnell reisen dorthin für 5000 Credits. Echt? Ja. Ja. Jetzt bin ich schon auf meinem Schiff. Voll geil. Dann nehmen wir das ja mal. Ja, echt wahr. Ah, jetzt wird das auch vernünftig angezeigt. Okay, ich verstehe was. Ja, toll. Normal reisen mit dem Schiff kostet auch 5000. Wundervoll. Ja, aber du brauchst jetzt nicht mehr aufs Schiff gehen. Ja, Gott sei Dank. Wie praktisch ist denn das? Ist schon nett. Und dafür könnten sie eigentlich das Schiff umsonst machen. Tada! Weil wenn du kein Geld hast, dann musst du nämlich ja erstmal deine Seele verkaufen. Wieder okay? Hat noch nicht mal geladen und Marco labert mich schon voll. Kann aber auch nie ihr Maul halten. Diese Hure! 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 Au! Schwertopist ein Hure! Oh, schwörst du das? Schwör, Digga! Digga, was ist los? Sanarei! Sanarei! Oh oh! Oder Sanarei! Ach nö! Ah! Was denn? Ich war wieder kurz vor einem Disco. Kurz vorm Disco-Pog. Ach nee, die hier nicht. Die nicht. Abbrechen. Alles klar? So, was machen wir jetzt? Ich hoffe, dass ich mal langsam bezahlt werde. Okay, hier gibt es anscheinend keine neuen Quests, dann gehe ich direkt zu Sanarei. Wo war die im Nordosten? Ich gebe noch ab. Nächstes machen wir die Quest von Lana. And Lana, alles klar. Die vergessene Trophäe. Exactamente.
Wir waren zusammen, aber was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben eigentlich dreimal irgendwie mit was geredet und dann war da Xalek, um den musste sich jeder einzeln kümmern. Hauptsache nicht die Hauptquest fertig machen, René, wa? Willst du denn und dann einfach abbrechen? Können wir auch machen. Xalek, danke für eure Unterstützung. Wollt das wenigstens ja, vernünftig fertig kriegen, damit wir eigentlich nie wieder reingucken müssen. Deine Hilfe wird uns stärker machen. Du ziehst das Let's Play künstlich in die Länge. Das sowieso. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sie gibt mir eine Artefaktkiste, die ich jetzt bei ihr abgeben muss. Gut. Ja, nicht Schnitt. Sehr gut. Langweilig. So. Ah, lol. Okay, dafür müssen wir Kriegsgebiete-Spiele spielen. Für Lana? Ja. Ja gut, das müssen wir dann machen. 20 Stück. Ui. Nicht unbedingt heute. Alles klar, next one. Ich nehme sie trotzdem noch schnell an. Ja, ja, angenommen habe ich sie auch. Dann, wie wär's mit... Immer die grüne Olle. Die von grün? Deiner Rasse ist. Unsere meinst Pilotin da. Ist sie so? Oh, ernsthaft? Oh, Major Pierce! Nicht hier, um über Zahlen und das ist von meinem Schiffkrieger. Lieutenant. Wir berichten über Siege. Ja, hallo. Blutige, hart erkämpfte Siege. Wir schaffen die hat mehrere. 2200 ja. Sonst erfährt Cassidy von unserer ja, geplanten Selbstmordmission ich nach Coruscant. Ich weiß gar nicht, welche ich genommen habe. Guck, wie die Quest heißt. Seid ihr ja, sag ich dir sofort. Ich bin schon geportet deswegen. Erst Tage später, wenn irgendwas passiert ist. Moment, ich kenne euch. Ihr wart bei der Expedition für den Imperator dabei. Diese Operation haben nicht viele überlebt. Major Pierce, was führt euch ins Außenbüro? Sehr schlau. Anscheinend hat die Republik Sakul aufgegeben und verwendet jetzt alles, was sie noch hat, darauf, uns in den Hintern zu treten. Der Letzte seiner Art. Gebt mir etwas für die Schlagzeilen, dann könnt ihr mit mehr rechnen als nur mit Credits. Das Imperium wird nicht in der Lage sein, Sakul anzugehen, ohne die Republik zurückzudrängen. Nur wenn Siege errungen werden, ändert sich das vielleicht. Das hoffe ich. Dann komme ich vielleicht aus diesem Mief raus und wieder in den Einsatz. Bitte entschuldigt mich. Die Minister warten. Jo. Es ist Zeit, Überstunden zu schieben, Jäger. Es ist Zeit, Überstunden zu schieben, Jäger. Das passt natürlich. Aber Siege zählen doppelt, also 10-mal gewinnen, was nie passieren wird. Der Heile Wiss, der letzte seiner Art. Der nämlich 3 Stück, die alte. Der andere hat 2. Mein Ladebildschirm ist voll verschoben, der ist ein Stück zu weit links. Ja, war bei mir auch so. Sieht sehr merkwürdig aus. Ein bisschen. Alderaan! Alderaan, da gibt's noch, das hab ich ewig nicht gesehen. Hat das nicht mehr lange? Hat das nicht dieser Herr Vedak schon kaputt gemacht? Herr Vedak? Oder der Groß Moff Tarkin? Ja, das war Vaders Auftrag, aber Tarkin hat doch die Lorbeeren dafür eingeheimst, oder? Tarkin hat das Knöpfchen gedrückt oder drücken lassen. So. Ich drücke auf die Knöpfchen. Ich hab den lecker Todesstern hier. Oh, ein lecker Todesstern. Geil. Oh, was ist denn hier passiert? Hallo? Autounfall. Oh, die Mucke im Hintergrund. Habt ihr auch gerade so Mittelalter-Mucke? Nee. Hört mal. Habt ihr das gehört? Ja. Das war voll cool. Aus Kashyyyk. Geschenkkisten erstmal einsammeln. Ah, wieder gedauert. Datenpad lesen, so, alles da. Ereignis ist
zusammenfügen. Alles klar. Suche nach Überlebenden.